Heute wurde überraschend in New York eine UN-Vollversammlung reinberaumt. Es berichtet Günter Wallraff. Bundeskanzlerin Merkel hat soeben spontan seinen Job als Retterin der Welt geschmissen. Hören wir doch mal rein in die gute Stute. Ja, ist doof, aber ich muss mich leider zu Hause um den Abwasch von der ganzen braunen Soße kümmern. Der Obama kann jetzt den Job hier haben. Weltenretter in der UNO hätte ich Bock. Ich bin ja bald Frührentner, ist besser als Laubhaken. Sorry, der Barack hat erst mal 8 Jahre Spüldienst, der muss seine schmutzigen Westen reinwaschen. Westen finde ich immer gut, nur Osten mag ich nicht so. Wie uns gerade einer ins Ohr reintutet, gibt's schon einen weiteren Kandidaten für den Job als Weltenretter. Das ist doch das Dalai Lama. Weltretten mache ich nicht, seid ihr beknackt? Hab schon genug mit meinem eigenen Saustall zu tun. Aber ich habe eine freiwillige Heilige mitgebracht. Ich heiße Shakira und wollte immer schon mal irgendwas retten. Nix da Puppe, sexy Bräute kriegen den Job nicht. Ich war eine Ausnahme und ich bestimme jetzt einfach, wer das macht. Unser Weltmeister-Yogi nämlich. Ja, danke. Ich habe auch schon eine Taktik. Wir nehmen einfach die restlichen DFB-Schwarzgeldmilliarden und kaufen uns den Weltfrieden nach der üblichen 3-Punkte-Regel. Bestechen, bestreiten, bejubeln. Hauptsache, der Beckenbauer macht nicht mit. Sehen Sie nun die Romantikkomödie Erdogan in Takatuka-Land mit Klaus Kinski als drogensüchtige Diktatorenmätresse.